Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Everdream Valley. Ich bin noch nicht im Bett gewesen. Ich dachte mir, ich bleibe mal so lange auf, wie die Zeit es erlaubt. Unten steht zumindest gleich 21 Uhr. Ich weiß nicht, ab wann ich ins Bett verschwinde. Normalerweise in dem Alter ist 21 Uhr auf jeden Fall Schicht im Schacht. Und? Nee, noch nicht. Okay, dann quatschen wir nochmal mit dem Opa. Schauen wir mal, ob der noch was zu sagen hat. Zaun. Großvater, weißt du, wie man einen Zaun mit vertikalen Streben herstellt? Lass mich nachdenken. Ja, das ist es. Bitte benutze diesen Bauplan, wenn du ihn errichten willst. Tiere? Offenbar haben wir jetzt eine beträchtliche Menge an Tieren auf dem Bauernhof. Gut gemacht. Wenn du willst, kannst du jedem Tier einen Namen geben. Du musst dich nur einem Tier nähern und diese Lupe benutzen. Danke, Großvater. Warum sagt Großvater, danke, Großvater? Keine Ahnung. Halt, bleib da. Hallo, Großvater. Wie geht es dir? Willkommen. In der Nacht hörte ich lautes Heulen. Okay. Dann gibt's hier bestimmt Wölfe. Hallo, Oma. Willow. Willow ist zurück und wohlauf. Oh, danke, Liebling. Als ich das glückliche Huhn gehört habe, wusste ich gleich, dass meine Freundin zurückkommt. Ich bin nicht die Einzige, die dir dankbar ist. Willow möchte sich auch auf ihre Art dafür bedanken, dass du sie gerettet hast. Tiere fühlen sich in ihrem Stall sicher. Und wenn sie keine Angst vor Räubern haben, geben sie zum Beispiel Milch. Nimm diese Kanne und melke Willow. Wenn du mir die Milch bringst, werde ich dir beibringen, wie man damit einen köstlichen Eintopf macht. Oh, das ist toll. Eine leere Milchkanne bekommen. Schön, Schafe. Bravo, wie ich sehe, hast du die verlorenen Schafe gefunden. Sind sie nicht süß? Und darüber hinaus haben sie weiche, warme Wolle. Schafe sind meine Lieblingstiere. Gleich nach den Kühen natürlich. Ziegen sind auch süß. Eigentlich mag ich alle Lebewesen und vor allem dich, Schatz. Egal, zurück zur Wolle. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie man Schafe schert. Ja, bitte. Ernte? Wie ich sehe, hast du tapfer Gemüse und Holz auf dem Bauernhof geerntet. Neuer Gegenstand verfügbar beim Händler. Schermaschine. Ja, habe ich. Ich weiß, dass diese Arbeit nicht besonders viel Spaß macht und ermüdend sein kann. Ich habe einen Korb für dich gemacht. Damit werden die reife Früchte, Obst und Holzstücke beinahe von selbst in die Hände fallen. Du musst nur an den Gegenstand vorbeilaufen und du sammelst, die du sammeln willst und dabei den Korb festhalten. Oh, das ist cool. Dann habe ich das Problem immer mit den Äpfeln. Das ist gut. Habt ihr mir bestimmt schon in die Kommentare geschrieben, ne? Das ist echt gut. Wenn du den Korb in der Hand hältst, sammelst du automatisch reifes Gemüse, Holzsteine und weitere kleine Objekte vom Boden auf, aber wahrscheinlich keine Insekten. Okay, sonst nichts mehr, Großmutter? Hallo, Liebes, alles ist in Ordnung. Warum hast du so eine große Brille, Großmutter? Und warum hast du so eine kleine Nase? So, wir gehen jetzt mal hier rum. Nee, wir gehen mal nicht rum. Wir gehen hier auf unseren Korb. Ich lasse mal die Glocke dann im Dingsi. Jetzt ist es schon viel, ne? Ich muss den Stock in der Hand behalten für den Hundi. Wir brauchen die Leckerlis. Da müssen wir eh noch welche machen. Und die Käfer weiß ich auch nicht. Die Pfeife wäre eigentlich noch gut. Aber ich denke, jetzt habe ich erst einmal genug in der Hand, oder? So. Ihr Hühner. Hühnervolk. Halt, bleib mal da. Lass dich mal streicheln. Dass ich dich auch mal nach oben bekomme. Kann ich bei dir eigentlich auch irgendwas Besonderes machen? Ein Wollknäuel zum Beispiel werfen oder sowas, mit dem du dann rumzappelst? Oder Katzenminze. Ich würde dir gerne Katzenminze geben. Ich würde zu gerne sehen, wie du dich am Boden schmeißt und da drin rumwälzt. Ja, ja, miau. Irgendwann kriegen wir schon noch das unterste Dingsi voll hier. So, gehen wir mal auf Herstellen. Wir können jetzt den Zedernzaun, ja, den Lattenzaun, den ganz normalen Lattenzaun können wir machen. Der kostet 2 Holz, ein Brett kostet der aber auch. Also insofern kann ich dann wirklich dabei bleiben, dass wir den Zedernzaun machen. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein Tor. Und dann machen wir mal noch so viele Zaunelemente wie möglich. Okay,
Weil dann können wir nämlich, das ist jetzt das nächste, ich muss jetzt wieder ins Inventar, um den Zaun auszuwählen. Ne? So, Zaun und Leckerli. So, und die anderen Sachen, die schmeißen wir dann später rein. So, Zaun. Ich würde gerne die Hühner ein bisschen einsperren. F errichte. So, schauen wir mal, ob wir um den Stein so rumkommen. Nee, leider nicht. Okay, dann machen wir hier noch ein Zaunelement, dann passt es schon auch. Muss ich halt noch mehr machen, ne? Ist klar. Dann mache ich hier die Tür hin, oder das Tor, wie auch immer. Passt es da? Ja doch, das passt schon, ne? So, und dann nochmal ein Zäunle. Dann mache ich hier nochmal zwei. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal die Axt in die Hand und schauen mal, was wir hier... Oh, die wachsen tatsächlich nach, ne? Also man muss wirklich nur die Bäume lassen, wie sie sind. Dann werfen die wieder Holz ab. Und da brauchen wir ja noch ein bisschen was. Ich habe, glaube ich, über 100 Holz oder sowas einstecken, aber dich habe ich gerade vorhin gefällt oder angehackt. Also es lohnt sich nicht, dass man die Bäume ganz weg macht. Außer es ist wirklich einer dabei, der störend ist. So, ich muss nur immer dran denken, dass ich dann schön brav den Korb in der Hand halte. Vielleicht schnappe ich mir ja jetzt Eier. Weil die haben nämlich immer noch nichts hergelegt. Ich habe jetzt auch das dritte Nest hierhin gelegt. Mal gucken. So. Hey Opa. So, 22 Uhr ist gleich. Ich würde mal sagen, dass wir noch mal schnell hier an die Säge gehen. Ich bin mal gespannt. Perfekt. Ja, man kriegt's raus, ne? Kriegt man dann mehr? Ne, das war nicht perfekt. Okay, das reicht schon, denke ich. Dann machen wir mal noch ein bisschen Zedernzaun. Ja, ich brauche eh viele, also mache ich jetzt mal alle, die ich kann. Das sind 17 Stück, das ist doch schon mal etwas. Lalala. So, dann setzen wir nämlich, da die ja eh schlafen und nichts mitkriegen von der Welt um sich rum, machen wir das mal hier weg. So, weg damit, weg damit. So, dann bitte den Zaun. Jetzt geht es nicht. Wegen dir wahrscheinlich, ne? Ah, errichte einen Zaun. Das ist doch wunderbar. Weil das reicht doch den Hühnern, oder? Das ist doch gut. Dann können wir hier jederzeit rein und können auch wieder raus. Ne? Gehst du rein, kannst du rausgucken. Und hier das Gleiche. Na ja, gut, müssen wir ja sowieso nicht machen, weil wir können ja auch einfach drüber höpseln. So, und dann wollte ich hier natürlich noch weitermachen. Und solange ich nicht ins Bett geschickt werde, mache ich hier einfach mal weiter. So, Tür haben wir dahin gemacht. Dann jetzt halt hier noch ein Zaun. Da muss man echt aufpassen, ne? Hier wäre vielleicht trotzdem noch eine Tür nicht schlecht, oder? Naja, Oma, jetzt habe ich dich eingesperrt. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest deinen Weg raus. Der Wagen da drin stört mich gar nicht. Ich könnte jetzt mal gucken, ob ich hier noch... Oh, kann man da vielleicht so einen Heuballen drauflegen? Auf den Wagen? Drehen sie? Aber der dreht halt immer gleich komplett, ne? Platzieren sie. Ah, kann ich auch so platzieren, das ist nicht schlecht. Dann machen wir doch da mal 4 Stück hin. Die anderen kann ich dann... Oh, wie drehst denn du? Ah, okay, dreht einmal so und einmal so. Dann platzieren wir hier mal noch die anderen hin. Moment, ich muss vielleicht so.
drehen ziehen. Jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie von oben da hingucke. So, ich hoffe nur, dass da keine Mäuse dann wieder drin rumhüpfen. Wunderbar, dann hätten wir hier ein wunderschönes Gehege vor der Kuh. Das passt doch. So, und die Schafe, die sollten dann bitte hier im Anschluss sein. Weil dann machen wir einfach auch ein größeres Gehege für die. Wie viele Zäune habe ich noch? Nicht mehr viele, ne? Das ist der letzte. Schauen wir mal, ob wir die Schere schärfen können. So, halten zum Scheren. Oh, Minigame. Minigame, komm. Benutze Schere, um die Wolle der Tiere abzuschneiden. F-Scheren. Den Schöppel da vorne auch. Ups. Okay, das geht sogar nach Zeit. Schauen wir mal, ob ich das schnell schaffe. Meh. 7 Sekunden. Neuer Rekord. Hä? So, Scheren. Leider kann man es halt nicht halten, ne? Das ist wie ein Apfelschälen. Meh, ja, ist in Ordnung. Ich bin halt leider zu schnell. Diese Meldung mit den, was man geschafft hat, das kommt halt immer recht zackig. So, jetzt schaust du aus wie abgenagt. Kann man das auch aufhören? Sofortiges Scheren geht auch. Ah, das geht auch. Moment. Scheren? Sofortiges Scheren. Aber dann habe ich nur eine Wolle, ne? Ich glaube, man bekommt mehr Wolle, wenn man das Schaf schert. Weil, warte mal, gehen wir ins Inventory. 10 Wolle habe ich jetzt. Also eine, wenn ich das sofort mache. Und wenn ich das Schaf so abknabber. Jetzt machen wir mal langsam. Schaf in 12 Sekunden geschoren. 2 Wolle habe ich da bekommen. Na okay, wenn man genügend Wolle hat, dann kann man das ja wirklich auch mal lassen. Ne? Halt, da wollte sich jemand verstecken. Dich mache ich aber jetzt halt mit sofort scheren. So. Ist mir egal, habe ich eben nur eine Wolle. So. Dann, wir haben 23.20 Uhr schon. Mensch, Junge, und du rennst hier durch den Wald wie Rotkäppchen. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwie Tierchen finden. Achso, den kann ich nicht kicken. Kann ich euch kicken? Euch kann ich auch nicht kicken. Aber irgendwo sind noch... Ups. Zum Glück war es nur ein Albtraum. Ah, okay. Ich sollte mich besser nicht bei Nacht alleine im Wald herumtreiben. Ach, schade. Wölfe im Tal. Wenn es im Tal dunkel wird, erscheint ein Wolf vor dem Bauernhof. Wenn du zulässt, dass er dich angreift, wachst du morgens auf und hast deine Träume vergessen. Wie hab meine Träume vergessen? Opa, ich möchte meine Sachen haben, bitte. Bitte, Großmutter, ich habe einige Dinge gesammelt, die du benutzen kannst. Dankeschön. Aber gut, alles, was ich gesammelt habe, das habe ich behalten. Das ist doch gut. Habe ich da einen Schatten von dem Vogel? Tatsächlich? Das ist mein Vogel. So, gucken wir doch mal. Hühnerlies. Was ist denn jetzt mit eure Eier? Halten zum Streicheln? Ich muss denen irgendwas geben wahrscheinlich, ne? Ja, weil die haben Hunger. Wir gucken mal, ob wir Futter herstellen können jetzt, weil wir haben doch die Bugs bekommen. Auffüllen. Wir schmeißen einfach mal alle rein, ne? So, viermal, einmal Zutaten. Das wird wahrscheinlich dauern. Und was brauche ich noch? Nichts weiter. Ah, okay. Da läuft zeitmäßig also was ab. Das ist okay. So. Berra, komm doch du mal mit.
Genau, das dann müssen wir nämlich aufheben. Danke. So, komm mal mit. Du ziehst nämlich um. Hier bin ich. Hier bin ich. Lalala, da musst du her. Schnubbeliwubbel. So, dein neues Home, Home Sweet Home. Dann würde ich sagen, wir stellen das Schild einfach dahin, ne? So an die Wand. Musst du da jetzt. Ja, ist in Ordnung. Nee, das ist hier. Platzieren. Okay, das ist doch gut. Frisst du das? Ja, sie frisst. Okay, und wie kann ich jetzt dir die Milch abzwacken? Bestimmt nicht mit dem Korb, oder? Da brauche ich die Milchkanne, hat sie gesagt, die Oma. Oma, hier, leere Milchkanne. Halten Sie Milch. Okay. Das ist quasi immer, wenn das hier über den Eimer ist. Die Minigames, die sind wirklich toll. Okay, Kuh in 30 Sekunden gemolken. Na ja, gut, da kann ihm nicht viel zu, ne? Hey Schieber, alles gut? Wuff. So. Gehen wir nochmal hierher, weil jetzt halt würde ich nämlich sagen, dass ich die. Warte mal, ich muss die Heuballen auf jeden Fall raus, weil nicht, dass die Kuh. Ich weiß nicht, ob die Kuh dann alles frisst, was da so drin ist. Nee, ich würde das gerne, wenn dann da drauf stellen, bitte. Weil das gefällt mir nämlich. Platzieren, so. Oh, die Schafe müssen wir sauber machen. Aufheben. Igitt. Das riecht furchtbar, aber vielleicht ist das nützlich. Ja, bestimmt für einen Dünger oder sowas, ne? Ich würde gerne. Danke. So. Das habt ihr ja toll gemacht. Ich würde trotzdem sagen, dass wir hier mal gucken wegen Maker Willow. Bringe die Milch zu deiner Großmutter. Jawohl. Mach mal, mach mal, mach mal. Oma, wo bist du? Du bist da vorne irgendwo. Dann wollte ich noch mal ganz kurz gucken, wie das mit dem Körble läuft. Wenn ich jetzt halt hier durchlaufe, da ist ja noch nichts, ne? Aber die Sachen müssen wir auch gießen. Gießen bleibt nicht aus. So. So. Der Sound, wo man denkt, man muss aufs Klo jetzt. Gießkanne ist leer, okay. Dann bitte einmal füllen, Dankeschön. Das gefällt mir. Das ist nicht so aufwendig mit dem Gießen wie. Gießkanne ist leer, das kann doch nicht sein. Ich habe doch die gerade voll gemacht. Wo sehe ich das? Wo sehe ich das? Ich schaue gerade rum. Ach, da unten rechts. Da unten rechts sehe ich es. Oppe, ich bin gleich bei dir. Habe ich jetzt den Käfer irgendwo? Ich hab hier Käfer laufen sehen. Die wollte ich jetzt gerade noch fangen, aber irgendwie war ich da zu langsam jetzt. Okay. Gut, dann haben wir die gegossen. Muss ich euch auch gießen? Ja. Wunderbar. So, Opa. Bleib mal da. Irgendetwas riecht hier streng. Das bin wohl ich, Großvater. Oh, auf dem Bauernhof musst du darauf achten, wohin du trittst. Nun ja, aber dieses Mal ist es etwas Besonderes. Vielleicht könnte man das als Dünger benutzen. Es ist schon lange her, dass wir große Tiere auf dem Bauernhof hatten. Also gab es auch keine großen Kothaufen. Aber früher haben wir daraus wirklich Dünger gemacht. Wenn du ihn richtig verwendest, kannst du damit das Pflanzenwachstum beschleunigen. Aber zuerst musst du einen Komposthaufen errichten. Dann schmeißt du die Abfälle der Tiere hinein.
und nach einiger Zeit entsteht daraus Kompost. Hier, das ist der Bauplan für einen Komposthaufen. Oh, danke. Ein Komposthaufen herstellen. So, zeig mal wo. Hier, 20 Holz, 4 Bretter. Wir haben keine Bretter, von daher müssen wir wieder an die Säge. Hey, wieder perfekt, du. Es kommt immer drauf an, wo das Ding aufhört, ne? Okay, das passt schon. Komposthaufen herstellen. So, dann haben wir den jetzt nicht da oben drin. Moment, ich drücke immer auf Tab, das ist so automatisch irgendwie. Komposthaufen. Den stellen wir doch am besten hier gleich neben die Beete, oder? Platzieren. So, Komposthaufen nicht aufheben, sondern ich muss wahrscheinlich den Shit wieder in die Hand nehmen. Auffüllen. Okay. Ich denke mal, dass das Ding voll sein muss mit 50 oder so. Ach ja, zur Großmama wollten wir ja. Wo bist du auf der Map? Da vorne bist du. Ist schön zum Orientieren auch, muss ich sagen, mit der kleinen Minimap da unten. Ich habe die Milchgroßmutter, der hampelt immer so wie Jim Knopf. Bravo, du kannst viele leckere Gerichte mit Milch kochen. Zum Beispiel einen leckeren Gemüseeintopf. Du kannst deine Gerichte verkaufen oder selbst essen, was deine Ausdauer kurzzeitig erhöht. Aber bevor wir mit dem Kochen beginnen, besorge doch einige Zutaten für mich und repariere die Küche. Habe ich doch schon. Achso, sammle drei verschiedene... Okay, neuer Gegenstand verfügbar beim Händler. Inventarerweiterung. Ja, das ist immer gut. Beim Händler auch leere Milchkanne. Ich muss das alles beim Händler kaufen. Mensch. Naja, ist ja in Ordnung. Wir müssen halt nur mal schauen, was wir da... Ach ja, wir müssen nur mal schauen, wie wir da am besten... Was hat jetzt Opa? Hey, Opa? Cooles Gemolken, Großvater. Bravo, du wirst immer mehr zu einem echten Bauer. Denke daran, dass ein guter Bauer auch etwas zurückgeben muss. Du musst die Bedürfnisse deiner Tiere im Auge behalten. Sorge vor allem dafür, dass sie stets satt sind. Hungrige Tiere produzieren nichts. Und wenn sie lange Zeit hungern müssen, können sie auch krank werden. Du kannst sie auf verschiedene Weisen füttern. Eine besteht darin, die Tiere einfach auf die Weide zu lassen, wo sie selbst Nahrung finden können. Sie müssen aber anschließend zum Stall zurückgetrieben werden und außerdem musst du aufpassen, dass sie nicht das Gemüse im Garten fressen. Du kannst auch das Gras im Gehege neu säen, sobald sie es aufgefressen haben. Hier sind die Samen, schau dich im Tal und bei den Händlern nach ähnlichen Tüten um. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Gemüse, Obst und Heuballen in den Stall zu werfen, wobei letztgenannte am effektivsten sind. Okay, also Heuballen in den Stall werfen oder das Gemüse, okay. Nimm diesen Bauplan, mit dem du Futterballen in der Werkstatt vorbereiten kannst. Okay, Heu? Woher bekommst du das Heu, Großvater? Du kannst das vom Bauernhof benutzen. Wenn du mehr willst, musst du es ernten und trocknen. Schneide zuerst Gras. Das kannst du mit einem Holzschwert machen. Es macht viel Spaß. Bereite das geschnittene Gras auf einem speziellen Gerüst aus und schaue 24 Stunden später danach. Hier ist der Bauplan für die Trockenmaschine. Oh, danke. Dann machen wir doch einmal das Schwert. Ist mir jetzt halt wichtiger wie der Händler. Schwubbidiwupp. Dann machen wir uns einmal dieses Holzschwertel. Dankeschön. So, ist wieder etwas, was ich jetzt halt im Inventar eigentlich hier oben liegen haben müsste, ne? Gießkanne. Würde ich sagen. Ich muss auch mal gucken, wie ich die Sachen... Eine Dose mit Limonade, du willst lieber nicht wissen, was genau drin ist. Vielleicht ist das für... Ah, für den Händler. Gehen wir doch mal zum Händler. Gehen wir mal zum Händler. Ach ja, und dann wollen wir mal schauen, ob wir... Oh, ja, holla die Waldfee. Wir können tatsächlich hier Gras mähen mit dem Schwert. Aber ob das jetzt Spaß macht, ist jetzt eine andere Sache. Oh,
Wie erhält man mehr Ausdauer? Der Balken auf der Minikarte zeigt deine Ausdauerstufe an. Wenn sie rot wird, kannst du nicht rennen, bis sie sich auffüllt. Du kannst deine maximale Ausdauerstufe erhöhen, wenn du Früchte oder Nahrung zu dir nimmst. Sie verringert sich, wenn du von einer Biene gestochen wirst oder einen Unfall hast. Okay. Und das andere, da war ich jetzt wieder zu schnell mit dem Klicken. Das sollte... Achso, keine Ausdauer. Das sollte mit irgendeiner anderen Taste zum Abwählen gehen. Das wäre, glaube ich, besser. Ja, ich bin rot. Ich bin rot, ich weiß. Du solltest eigentlich immer deinen Korb in der Hand halten, ne? Wenn du hier läufst. Weil du hast ja hier zum Beispiel Pilzle. Und schwupps, haben wir es eingesammelt. Ja, cool. Das ist doch toll. So. Hey, Oxy. Servusle. So, gucken wir doch mal. Servus. Hallo, was kann ich für dich tun? Du könntest mir ein bisschen was abkaufen. Und zwar, warte mal, die Birkenpilze, ich könnte dir doch eigentlich alle Birkenpilze verkaufen. Wir können die ja jederzeit wieder sammeln, oder? Ah, 23 Stück, das sind 368. Weg damit. So, Bretter kann ich auch jederzeit wieder machen. Und da kostet es 1 für 6, 10. Ja, weg damit. Brombeeren können wir sammeln wieder. Wir können eigentlich alles sammeln. Wir können jetzt halt einfach mal alles verticken, was da so geht. 90 Cent, ne? Das ist wenigstens ein Pfand. Ich gehe jetzt mal von Eurocent aus. Gießkanne, nee, Gras auch nicht. Gras auch nicht. Oh, du kannst Gras in Heu verwandeln, indem du es auf einer Heuraufe platzierst. Und das sind die Gras... Ach so, das sind die Grassamen. Hahnenfeder, den müssen wir noch suchen. Dann haben wir Heu, Himbeeren. Die Himbeeren verticken wir. Holz 134. Nee, es ist zwar schöne Knete, aber nee, das, ne? Oh, Holzschwert. Können wir uns ja eigentlich einige herstellen, ne? Würde auf jeden Fall schon was bringen. Holzstühle, Hundeleckerli, die Karotzkis, die werde ich dir jetzt mal verticken. Die leeren Flaschen, das ist Pfand, 3,60 Euro. Da, wenn sie, den Pfand, wenn sie verlangen würden, ich glaube, es wird nichts mehr weggeschmissen. Einfach so. Gibt immer noch so viele Leute, die das Zeug einfach wegschmeißen, weil sie es anscheinend dicke haben. Pfifferlinge weg. Die roten Paprikas weg. Ich weiß, manche schreien jetzt wahrscheinlich, weil ich das Zeug verkaufe, aber ganz ehrlich, nö, ich kann das ja wieder... sammeln. Wir haben 100 Schilfrohr. Okay, halt. Nein, ich wollte einfach mal gucken. Schilfsamen. Ein Seil, Stöcke. Was? Stöcke. Hat zwei Enden. Wirf ihn deinem Hund zu und trainiere mit ihm. Ja, das machen wir noch. Willows Glocke, die behalten wir, oder? Wolle behalten wir. Die Zeitungen können wir verticken, weil das ist nur Müll. Oder steht da was? Nö, da steht nur Zeitung. Okay, damit haben wir jetzt 721, dann gucken wir doch mal. Bulle setzt ein männliches und weibliches Tier ins Gehege und nach 5 Tagen wird ein Junges geboren. Kostet aber halt 3400, ne? Dunkelblaues Shirt, Fleckviehrind für 10.000, wow. Was, die grünen Gummispiefe für... Herfordrind, oder kann man auch verschiedene Tiere... züchten, Tiere züchten. Die Inventarerweiterung ist natürlich schon nicht schlecht, aber 3400, das musst du auch erst einmal haben. Jersey Rind, Kisten, da hoffe ich mal, dass ich die selber irgendwie mal herstellen kann. Leere Flaschen, leere Milchkannen, Wollmütze, Pfifferling, Picknickbank, Schirme, Stühle, Bänke, Schafsplakette, Schermaschine haben wir ja. Spiegel, ein Stück Baumhausausrüstung. Ah, dann kann ich mich wahrscheinlich umändern. Im Atlas findest du Informationen über Nutztiere. Ich weiß nicht, ob mir das wirklich was bringt, dieses Ding. Ich habe keine Ahnung. Schade, dass ich das nicht sortieren kann. Ich würde gerne hier irgendwelche Samen oder sowas finden. Vom, naja gut. Naja gut, dann... ist es mir auch egal. Ich denke mal, dass es ganz gut ist mit den Tieren, wenn man die züchtet, dass man dann die dementsprechend verkauft und dann eben auch
gut Geld verdienen kann. Oh, was haben wir denn da? Wie ist der dort hinaufgekommen? Vielleicht kann die Katze ihn überzeugen, herunterzukommen. Was haben wir denn da liegen? Aufheben? Okay, Seile oder sowas muss ich natürlich selber aufheben. Katzi. Schauen wir mal, ob ich sie erwische. Bleib da. Bleib da. Dickerle, bleib da. So, komm mal mit. Ich weiß nicht, wie ich die Katze zu irgendwas bringen kann, weil Katzen sind ja immer eigensinnig, ne? Wisst ihr schon? So, dich habe ich gleich auf gelb zumindest, ne? Komm mal her. Kannst du den Hahn da runterholen? Ah, jetzt ist er weggerannt. Danke dir. Kriegst vielleicht nochmal Streicheleinheit. Jawohl. Stufe der Katze ist gestiegen. So, ich hab dich. Da ist anscheinend nochmal eine. Ich habe das jetzt irgendwie in Stereo gehört. Wo muss ich hin? Wo bleibe ich her? Haus, Haus, Haus da. Habe ich wieder nicht unten auf die Karte geguckt. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Hahn. Im zweiten holen wir uns natürlich nicht. Wir wollen ja keine Hahnenkämpfe veranstalten, ne? So, und ich denke mal, wir können hier... So, Mädels, hier. Euer... der verlorene Hahn. Herzlichen Glückwunsch. So, lass uns dann mal hier ein bisschen... Rasen mähen. Ich hoffe, ich kann die Tiere nicht damit verletzen. Warum geben das Büschel nicht weg? Jetzt. Ne, zum Glück nicht. Aber ich muss es ja mal probieren, ne? Und warum nicht dann an den Neuankömmling, der mich eh schon nicht mag? Oh, nochmal eine Federie. Oh Mann, ich schau gerade auf die Uhr und denke mir, meine Güte, ich bin schon wieder so weit drüber. Das ist ja heftig. Ja, ja, kräht ihr nur den Wolf. Das passt schon. So, Leute, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich wollte eigentlich das als letzten Part machen, aber irgendwie fesselt mich das Spiel. Das ist schon wieder ganz schlimm, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass ich jetzt schon wieder so festhänge an dem Spiel. Ich habe nämlich noch einige andere Let's Plays auch geplant. Winkeltier zum Beispiel kommt jetzt demnächst. Dann habe ich schon angefangen, The Sons of the Forest aufzunehmen. Das wollte ich auch noch machen. Also einiges zu tun. So, gut. Das soll es gewesen sein. Vielleicht die paar Dinger hier noch, wenn es geht. Dankeschön. So. Dann haben wir doch ein schönes, sauberes Feld hier. Aber ich denke, dass der Hahn auch nochmal irgendwie so einen Korb braucht, wo er sich drauf hocken kann. Alles klar, Leute, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass euch der Part gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keine Parts mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.